Ganz schön trostlos. Normalerweise ist es voller, aber die meisten Beamten stempeln um Punkt 6 aus. Gibt's keine Verbrechen nach 6? Auf den Straßen von Delos Crossing? Nur Bären und ein paar Betrunkene. Normalerweise kommt Onkel Eddie allein damit klar. Auch mit betrunkenen Bären? Wie auch immer, er ist wahrscheinlich in seinem Büro, oben. Oh Mann, die haben immer noch dieses gruselige Maskottchen? Halt. Was? Officer Justin Beaver ist nicht gruselig. Er ist unser dienstältester Polizist. Natürlich. Abgeschlossen. Ja, schauen wir uns mal um. Warte Hallo. Kurz. Ich will den ganzen Klatsch und Tratsch von Dallas Crossing nachholen. Da geht's um die öffentliche Sicherheit. Nichts Interessantes. Schauen wir mal. Ach hier, schon wieder die Petition. Zu wenig, zu spät. Vollstipendium, keine Studiengebühren? Mann, vielleicht hätte ich der Nationalgarde beitreten sollen. Naja, sollte ich mich gegen die wilde Welt der Buchhaltung entscheiden? Ich kann mir dich wirklich nicht in Uniform vorstellen. Oh, ist das immer noch da? Arschlöcher. Ob die Klippenausternfischer während der Ölpest weitergenistet haben? Ich hoffe nicht. Home sweet home. Ha. Echt? Warst du in deiner Kindheit häufig hier? Ja, immer wenn Eddie arbeiten war. Das ganze Revier ist wie meine Familie. Hm. Es ist eiskalt hier drin. Ja. Vielleicht keine Heizung? Abgeschlossen. Halb neun abends. Okay. PC an, aber niemand da. Ach, jetzt sind wir hier. Hä? Ist ja witzig. Komm, wir machen mal die Tür auf. Ach so. Oh, was klappert denn hier so? Immer noch abgeschlossen. Hier zieht der Wind und pfeift und... Eddie muss schon abgeschlossen haben. Okay. Vielleicht ist Eddie auch gar nicht mehr da. Mann, die werden den Typen nie fangen. Was genau hat er getan? Halt. Der Typ hier stiehlt aus Briefkästen anderer Leute. Das Arschloch hat sich einfach meine Washi-Tape-Bestellung geschnappt. Ich dachte an einen richtigen Briefkasten als Räuber. Du weißt schon, der auf seinem Pfosten herumhüpft mit einer kleinen Maske auf der Klappe. Hä? Verstehst du? Der Briefkasten ist der Räuber. Oh, entschuldige, war ein schlechter Witz. Was war das? Irgendwas ist im Weg. Wo ist sie denn? Die Erinnerung. Gleich. Erinnerst du dich an Dan und Shelby? Glaub schon. Die Oberschüler, die Tessa wahnsinnig gemacht haben, weil sie Fische aufgedreht haben. Schönen Abend dir, Kevin. Danke, dass du da warst. Ja, Dan ist Polizist. Die beiden sind verheiratet. Mit Kind und Labrador. Wow. Seit wann sind bitte alle so erwachsen geworden? Oh, hier wird was vermisst. Kennst du noch Mr. Haynes? Flüchtig. Hatte er nicht diese Werkstatt in seiner Garage, in der er Glasskulpturen gefertigt hat? Ja. Sie haben ihn nie gefunden. Das war, als wir Kinder waren, oder? Ja. Marianne ist durchgedreht und wollte für Wochen nicht... Hier ist der Heizlüfter. Falls es kalt ist. Was ist hier? Das wird morgen großartig duften. Das ist Tessas Restaurant. Mhm. Da gehen einfach alle essen. Was Besseres gibt es nicht in Delos Crossing. Das ist Denise Wilsons Schreibtisch. Kennst du, sie hatte Geburtstag. Ich habe ihn vergessen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Du bist schuld. Ich habe mich... Kennst du den noch? Ach was, ist das Jet? Ja, er ist letztes Jahr gestorben, als er sich zwischen die und einen Bären stellte. Oh, oha. Verdammt.
Was schreiben wir denn jetzt? Das hier mit dem Geburtstag. Vielleicht merkt sie ja gar nicht, dass ich was hinzugefügt habe. So. Pflicht erfüllt. Dann konnten wir die Schublade, konnten wir, glaube ich, auch noch öffnen. Der Na? Briefkastenräuber, hm? Sieht aus, als hätte sie ihren Spinnschlüssel hier vergessen. Sieht aus, als sie wird mir die Hölle heiß machen, weil ich ihren Geburtstag vergessen habe. Alle haben unterschrieben, nur du nicht. Tja, schlechtes Kind. Vielleicht brauchen wir den Spinnschlüssel noch, aber wir konnten ihn jetzt zumindest gerade noch nicht nehmen. Komm schon, hier können die armen Kinder doch nicht schlafen. Aber wo sollen sie denn sonst hin? Das Sozialamt braucht doch noch eine ganze Weile. Und das hier ist eben das einzige Bett. Alles außer einer Zelle. Wir finden was anderes. Damals, okay. Nicht das schon wieder. Gott, hier nicht auch noch. Ich bin nicht bereit. Was steht denn da? Ein Schrank oder irgendwas steht davor. Dann gehen wir mal hoch. Irgendwas ist im Weg. Tyler, sie hat ja, kommst du? Sie hat eh gesagt, er ist oben im Büro. Armory. Nebenan, hier bunkern sie die ganzen Waffen und sowas. Ja, ich glaube auch. Naja, es ist nicht Fort Meade, aber ja. Okay, da geht's raus auf dem Balkon. Glaubst du, wir finden ein paar Akten über Mary Ann in den Archiven? Keine Ahnung, aber da kommen wir eh nicht rein. Vielleicht zeigt uns Eddie ja ihre Akte. Und du stehst übrigens im Weg. Aber gut. Allison, hey. Ich telefoniere noch kurz. Ich sag Melinda, dass die Raben in ihrem Abfall nicht Sache der Polizei sind. Ich bin gleich bei dir. Klar. Mach ist aber jung. Hier, der Schlüssel für den Pausenraum. Danke. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid, okay? Jetzt können wir ins Archiv. Kaffee? Die Maschine ist unten im Pausenraum. Aha. Können wir nicht hier rein? Schade. Der ist sehr jung für einen Polizisten, ne? Der hat die doch aufgenommen. Weißt du, ich dachte echt, dass ich diese Erinnerung irgendwo ganz tief in meinem Hirn weggesperrt hätte. Ja, ich auch. Wo ist denn der Pausenraum? Rezeption? Wo ist der Pausenraum? Okay, gehen wir rein. Hier war doch noch die Erinnerung für hier. Hä, wo ist die Erinnerung für hier? Wartet. Warte mal, kann ich... Vielleicht... Ah! Jetzt... Kann ich das hier irgendwo? Hier ist irgendwo eine Erinnerung. Ja. Wo gehen wir hin?
Wir werden uns jetzt hier hinsetzen und ich stelle dir ein paar Fragen, okay? Okay. Alles okay? Ja. Aber normalerweise will ich nicht an diese Nacht denken, wenn ich hier bin. Ich kann auch mit ihm reden, ne? Hey. Das mit dem Kaffee klingt ziemlich gut. Wo ja. ist der Pausenraum? Den suche ich auch gerade, ehrlich gesagt. Ja, abgeschlossen. Herr Tessa. Igitt, die haben diesen Ort hier echt verkeimen lassen. So hungrig bin ich auch nicht. Was? Nimm den Cookie. Schwerer als erwartet. Warum haben die das überhaupt da vorgestellt, frage ich mich gerade. Wir machen mal alles auf. Nicht rein. Was? Warum nicht? Polizeichef Brown bittet Gemeinderat um neues Budget. Hafenstreik beginnt diese Woche. Bürgermeister, Wahlkandidat Tom... ja, okay, das kennen wir ja schon. Pizza, Pizza. Mmh. Na dann, trink mir erstmal einen Kaffee. Willst du so spät noch einen Kaffee? Der hält dich wach? Ah, ich glaube eh nicht, dass ich viel schlafe. Hab zu viel im Kopf. Die staubigen Sofas machen es auch nicht leichter. Ich wollte eigentlich heute noch... Hey, alles okay? Ich sag's gleich. Haben wir schon. Alles wird gut, okay? Alles okay? Ehrlich? Nein. Hast du je bereut? Nein, niemals. Na, vielleicht ein oder zweimal am Anfang, aber jetzt überhaupt nicht mehr. Ich meine, sieh nur, wo wir sind. Wo ich bin. Onkel Eddie ist jetzt wohl fertig. Gehen wir zu ihm. Ist es okay, wenn ich kurz in diesen Raum gehe? Bist du sicher? Die Erinnerung? Wenn ihr das erste Mal wieder hier seid, dieser Nacht. Eddie fühlte sich so unwohl, er ließ eine Vase fallen. Hier. Setz dich. Okay. Scheiße. Sorry. Sie behalten? Was? Diese Vase. Die wurde zusammengeklebt. Oh, da ist was. Nimm's mit. Oh, was ist das da hinten? Nee, oder? Hast du dich die ganze Zeit hier versteckt? Eiskönigin haben wir gefunden. Also wartet Brown nicht auf uns? Wir sollten zurück in sein Büro. Du bist doch hier reingedackelt. Also. Ja, ist ja okay. Komm. Wir sollten zurück in sein Büro. Ah, da. Warum wurde
wurden wir getrennt. Geht es Olli gut? Olli geht es gut, Kleines. Trinkt im anderen Zimmer Kakao. Alles wird wieder gut. Ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen. Kommst du mit? Du bist furchtbar still. Ja, sorry. Es ist echt viel. Ich komm klar. Hallo! Also, wartet Brown nicht auf uns? Wir sollten zurück in sein Büro. Oh, guck mal, ein Kaktus. Hey, ist das nicht Crazy Deeds Spind? Sie ist Delos Crossings bester Polizist. Neben Eddie natürlich. Mein Fehler. Was wohl Delos Crossings bester Polizist zum Spind versteckt? Das machen wir nicht. Vielleicht ist irgendwo ein Zweitschlüssel. Das machen wir nicht. Sieh dir das Kunstwerk an. Hast du das gemacht? Aha. Ich habe es mal aus Langeweile auf die Vase geklebt. Und niemand hat es entfernt. Oder, Chat, sollen wir reingucken in den Spind? Also, moralisch gesehen würde ich es nicht machen. Ihr entscheidet. Wir wissen ja, wo der Schlüssel ist. Sollen wir reingucken oder sollen wir... Sollen wir nicht reingucken? Und eigentlich wollte ich heute noch Red Dead Redemption meinen Charakter erstellen. Ich glaube, es wird ein bisschen spät. 3, 2, 1, keiner hat was geschrieben. Oh, Rio. Sie merkt sich ja nicht, wenn wir uns den leihen. Stimmt's? Wenn wir ihn dahin zufliegen, wo wir ihn gefunden haben, passt das schon. Machen wir, bevor wir. Das dürfen wir nicht vergessen, ne? So, Tyler, rutsch mal. Wir sollten wirklich nicht hier sein. Ja, aber man weiß nie, wo man Informationen zu dieser Nacht finden kann. Das stimmt wohl. Wilson lässt ihren Spindschlüssel im Schreibtisch und die Passworterinnerung im Spind? Das ist unverantwortlich. Ein Einbrecher könnte leicht auf alle Polizeiakten zugreifen. Ja. Bei Kobold-Einbrecher zum Beispiel. Neue Verwaltungssoftware bitte Passwort zurücksetzen im Rahmen der Einführung unserer auf den Computer an der Aufnahme. Bei Fragen, wenn ne okay. Was? Wo ist denn das Passwort? Ist es der hier? Winner on my 20th birthday? Nee, wo ist das Passwort? Steht doch da nirgends. Balto war hier. Nee, jetzt bescheuert. Da ist da ein Passwort drauf? Winner an meinem 20. Geburtstag. Gewinner an meinem 20. Geburtstag. Moment. Okay. Sonst gibt's hier nichts, ne? Halt. Okay, nee. Doch nicht. Ich leg den Schlüssel zurück. Warte mal. Alles Gute zum
gute Arbeit weiter so. Du bist der beste Beweis. Lass es krachen. Die genießt das letzte Jahr, bevor du in den Club der verbitterten Frauen. Rosi, lass sie die Schokolade schmecken. Happy Birthday, die. Sie ist noch keinen Tag älter aus als 100, Maria. Okay, das ist es nicht. Ich dachte, da steht vielleicht irgendwas. Sechs Passwort und Gewinner am 20. Geburtstag. Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Ah. Winnerliste. 20. Geburtstag. Wie viele Jahre sind vergangen? Es müsste einer von den Hunden dann sein. Aber wir können eh gerade noch nicht noch nichts machen am PC. Wir gehen noch mal zum Officer. 10. Was 10? Ja, ja, 10 Jahre ist es her. Hey, tut mir leid fürs Warten. Manchmal rufen uns die alten Leute nur so an. Sie sind halt... Also, schon 95. Gut, hey, kennst du den noch? Ja, na klar doch. Wie könnte ich ihn vergessen? Tyler Ronan. Zurück in Delos Crossing. Schön, zurück zu sein. Und schau dich nur an. So erwachsen. Ja, hab immer aufgegessen. Alle sind so stolz auf dich. Wie du für die Kids in Fireweed da warst. Ich sag's ja, Kinder sind die Zukunft. Ich dachte, das sagt Whitney Houston. Komm schon, Kumpel. Sie hat mir die Nummer gestohlen. Jeder weiß das. Seht euch an. Endlich wieder vereint. Gut, was? Ja, wie bin ich nur ohne sie klargekommen? Also, Eddie, wir sind nicht nur aus Spaß hier. Wir fanden was in Marians Zimmer. Irgendwie ergibt nichts mehr so richtig Sinn. Und jetzt haben wir Fragen. Ach ja? Hat sie was erwähnt, das sie beunruhigt haben könnte? Vor allem in Bezug auf Tyler. Nein. Sowas hat sie immer mit sich selbst ausgemacht. Hat uns alle auf Abstand gehalten. Verstehe. Eins sag ich euch aber. Eure Mutter hätte keinen dafür gehasst, anders zu sein. Meistens lief es andersrum. Hat vielleicht jemand was über ihr Verhalten angemerkt in dem Zeitraum vor dem Tag? Irgendwas? Nein. Für alle, mit denen ich sprach, kam es überraschend. Hattest du sie noch gesehen? Also an einem der letzten Tage? Nein. Ich hatte sie lang nicht gesehen. Vielleicht einen Monat vorher. Danke, Onkel Eddie. Wenn ihr mich fragt, in Erinnerungen zu wühlen, bringt nichts. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Man hat immer die Wahl, Junge. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber es stimmt. Könnten wir ihre Akte sehen? Vielleicht fällt uns darin was auf. Ihre Akte? Ihre Fallakte, Polizeiakte oder wie auch immer. Ihr hebt die quasi ewig auf, oder? Das stimmt zwar, aber ich kann sie nicht einfach herzaubern. Es gibt Vorschriften. Aber du bist Chief. Darum muss ich mich erst recht an die Vorschriften halten. Versteht ihr? Hör zu, Chief Brown. Hilfst du uns jetzt? Oder können wir uns nicht auf dich verlassen? Tyler! Warum wird er immer gleich so aggressiv? Tyler, ich weiß, du nimmst mir Fireweed übel, aber es war die beste Lösung. Ich bin nicht sauer wegen Fireweed, sondern weil du meine Schwester 7 beschissene Jahre lang von mir ferngehalten hast. Darum geht es hier? Das war auf Anraten des Gerichts. Die sind die Experten. Ich habe zugestimmt. Ja, klar hast du das. Glaub mir einfach. Wir haben alle geglaubt, dass es in dieser Nacht Notwehr war. Aber es gab keine Beweise. Ich fass es einfach nicht. Hör zu, wir konnten nicht sicher sein, okay? Ich habe versucht, euch beide zu schützen. Bist du noch immer unsicher? Was?
Du denkst immer noch, dass die Trennung die richtige Entscheidung war? Sie war traumatisiert. Wir hätten uns gegenseitig gebraucht. Und du hast uns das genommen. Und warum durfte deine Schwester nicht zu dir kommen, als du 18 wurdest, Onkel, hä? Bitte. Lassen wir das. Sie wird dir nie sagen, wie sehr sie das verletzt hat. Doch, so war's. Es ging um mich, nicht um Allison. Sie versteht das. Und 3 Jahre sind nichts im Vergleich zu 7. Stimmt's, Ellie? Oh, der Polizist hat's doch nur gut gemeint. Was machen wir denn jetzt? Oh, puh. Ich mach mal das. Oh. Eddie hat nur versucht, mich so gut es geht zu schützen. Die Familie zu schützen. Ich dachte, ich sei deine Familie. Oh. Das bist du. 7 Jahre Trennung haben nichts geändert. Nicht einmal 10 Jahre. Aber Eddie ist auch ein Teil. Okay, jeder hat Scheiße gebaut. Wir haben uns verletzt. Das kann schon mal vorkommen. Sehen wir nach vorn. Klingt nach einer guten Idee. Da frage ich mich, wer wen erzogen hat. Wir übernachten im alten Haus. Wir sollten besser los. Wollt ihr erst mal essen? Geht auf mich. Ich will euch nicht hungrig gehen lassen. Da sag ich nicht nein. Okay, gehen wir. Essen würde ich auch nicht nein sagen. Ich glaube, ich esse nachher auch noch was. So was Kleines. Huch, wer ist er denn? Oder was ist er denn? Was war denn das? Die würde ich nie essen. Oh, da hinten steht diese Gestalt wieder. Ah, ich weiß, wer das ist. Ja. Der wilde Jäger. Genau der. Den hat die Mutter doch immer gesehen. Zugestochen. Das ist nicht wahr. Was? Was? Allison. Ach du Scheiße. Und er hat's auf sich genommen. Allison. Wir müssen Hilfe rufen. Nein, hast du nicht. Ich war das. Und wenn sie kommen, dann sagen wir ihnen das auch. Nein, nein. Ja. Ach, du Schreck. Wir aufeinander auf. Das tun Kobolde so. Und Brüder und Schwester. Alles wird gut. Wir schaffen das. Bestimmt. Allison war, okay, das finde ich auch immer cool. Allison war glücklich, als sie Tyler Eddies Friedensangebot angenommen hat. Haben den Ring ins Wasser geworfen. 11%. Uiuiui. Na, wir haben ihn ja auch angenommen.
Achso, wir haben das Rätsel halt voll missachtet. Echt? Und 81%, guck mal, wie schlecht ich bin. 81% haben es gelöst. Na, ich glaube auch, dass hier, wie bei den Life is Strange Teilen, würde ich jetzt einfach tippen, es auch verschiedene Enden gibt. Vielleicht spiele ich es dann einfach nochmal durch. Tyler fühlte sich durch Allisons fehlendes Vertrauen im Laden nicht gewürdigt. Aber wie ihre Erinnerungen gewählt haben. Naja, okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ihre hat irgendwie für mich mehr Sinn gemacht. Oh, ich bin so müde. Tyler spürte einen Keil zwischen ihm und Allison. Auf Eddies Seite. Ah, 30% haben es nur gemacht. Okay. Tyler gewann Sams Respekt. Mhm. Echt? Wir haben sie verärgert, ne? Keine Antwort, wir hätten da schon die Wahrheit erhalten können. Wir haben halt, und das war so auch so ein Fehler, ich muss mir die Tasten aufschreiben, wo die sind. Ich hab die nicht, ne? Und ich habe das richtige Datum gesehen mit Oktober, aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich glaube, das war auch noch so, ne? Okay. Ah, ärgerlich. Na gut. Also was jetzt? Naja, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Also müssen wir sie selbst herausfinden. Halt, du willst doch nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht.